Servus Leute, heute bei Marcel's Hockey School zeige ich euch ein paar einfache, aber effektive Schussübungen für euch, weil das normale Schüsse üben, wo man einfach steht und schießt und nimmt die nächste Scheibe und schießt, das ist zwar okay, auch vielleicht mal für ein Warm-up oder sogar mit ein bisschen Anlauf, nur leider, das ist nicht wirklich spielähnlich. Im Spiel hat man oft nicht viel Zeit, man muss die Scheibe oft vielleicht von irgendwo wegfischen oder durch die Beine des Verteidigers oder irgendwo in großem Gewühl die Scheibe holen und die Scheibe dann schnell loswerden. Und da kann man ein paar Sachen sehr effektiv üben. Und ich zeige euch ein paar einfache Übungen heute, wo man nicht viel Material hat, braucht nur so eine Balke. Legen wir los. Alles klar, also die erste Übung, die einfachste. Ich spiele die Scheibe einfach gegen eine Balke und versuche sie dann mit der Vorhand wegzufischen, in diesem Fall mit einem Toe-Drag. Die Scheibe bleibt die ganze Zeit auf meiner Vorhand, ich gehe nicht auf der Rückhand und ich versuche schnell zu schießen. Ach, Mist. Natürlich, wie ihr jetzt selber seht, ist es deutlich schwieriger, wie einfach aus dem Stand zu schießen, richtig gut zu zielen. Aber so ist es auch im Spiel. Einen kleinen Tipp für euch. Wenn man die Scheibe nach innen zieht, ich zum Beispiel als Rechtsschütze, der Tendenz ist dann immer, ein bisschen mehr nach links zu schießen, als wenn man, sage ich mal, normal schießen würde. Also müsst ihr versuchen, euer Zielen ein mini bisschen nach rechts zu justieren. Schuss Nummer zwei. Wieder versuchen wir auf der Vorhand zu bleiben, nur anstatt nach innen zu ziehen. Gibt es Situationen im Spiel, wo ich nach außen schieben muss. Ich muss meine obere Hand ganz weit weg vom Körper bringen, damit mein Schläger dann in diese Richtung zeigt, um an die Balke vorbeizukommen. Anschließend versuche ich schnell zu schießen. Wie ihr gerade seht, wechsle ich teilweise ab vom Einbein oder zwei Beine. Der Grund, die Balke ist einfach ein bisschen im Weg, finde ich. Wenn ich auf zwei Beine gehe, dann haue ich meinen Fuß vielleicht leicht in der Balke oder in den Gegner. Wie ihr das genau im euren Training macht, ist eure Sache. Es ist aber auf jeden Fall gut zu trainieren, vom einen Bein zu schießen oder auch vom zwei Beine. Also das Abwechseln hier ist wirklich total in Ordnung. Denkt daran, wenn ihr auf einem Bein seid, müsst ihr aber eine schöne Kurve auf eure Innenkante fahren. Oh, der ist schwer. Desto näher die Scheibe an der Balke bleibt, desto schwieriger ist es natürlich, weil da muss man den Hand wirklich weit wegschieben, um wirklich nah an die Scheibe zu kommen. Das ist ja gar nicht so einfach. Und wenn die Scheibe so nah dran ist an der Balke, dann können wir es natürlich nicht mit der Vorhand nehmen. Gehen wir zur Übung Nummer 3 mit der Rückhand. So, jetzt mit der Rückhand. Die Scheibe ist richtig nah dran. Ich habe keine großartige Möglichkeit, das jetzt mit der Vorhand sauber anzunehmen. Vielleicht in diese Richtung, aber es wäre übelst lange Toe-Drag noch dazu. Da ist sehr viel im Weg. Also will ich die Scheibe hier mit der Rückhand wegfischen und sofort schießen.
Das Problem, was viele Spieler haben, ist im Grunde genommen, die kriegen es weg mit der Rückhand und dann machen die aber das. Die laden anschließend ewig lang auf. Der Torwart hat einfach die Zeit, eine kurze Shuffle zu machen und steht in einer guten Position. Der Schlüssel hier ist, die Scheibe richtig schnell, in meinem Fall nach rechts zu bringen und sofort die Scheibe loszuwerden. Das wird vielleicht nicht der perfekte Schuss sein, aber der Torwart, muss man denken, okay, der Torwart versucht zumindest die Scheibe zu finden und mittig zur Scheibe zu stehen. Und wenn ich die Scheibe schnell in diese Richtung bringen kann und sofort schießen kann, vielleicht hat er nicht die Zeit, den Shuffle zu spielen und dann die Scheibe zu halten. Vielleicht steht er nicht mittig zur Puck. Letzte war nicht so gut. Das ist, vielleicht habt ihr gemerkt, einmal habe ich die Scheibe gezogen und habe dann vom zwei Beine geschossen. Die andere Male ist es tatsächlich schneller. Es ist schwieriger, aber es ist deutlich schneller, wenn ich die Scheibe einfach wegfisch, bin auf mein linkes Bein, also mein Bein, der am Ende weiter weg sein wird vom Schläger, und spring dann, bumm, auf mein rechtes Bein und versuch sofort zu schießen. Technisch schwieriger auszuführen, aber deutlich schneller den Schuss loszuwerden. Es ist quasi bumm, bam. Ich verlagere mein Gewicht, mein komplettes Gewicht ist hier, linkes Bein, Schläger auf der Rückhand, schieben und sofort mit einem guten Timing, guten Rhythmus. In dem Moment, wenn ich schieße, springe ich auch. Jetzt haben wir Franz Wagner aus der ersten Mannschaft jetzt noch dazu. Er hat eigentlich einen brutalen Schuss. Jetzt probiert er die Übungen aus, bevor wir auf dem Eis mit dem Kindergarten gehen. Let's go, Waggy. Show me what you got. You gotta release it a bit faster. Don't wait so long. It's boom. Oh, it's a good shot though. And try to jump. Don't go on 2 feet. Try to like jump it. Yes. Oh, that's good. That's good. Better than me. Ich weiß, warum ich ihn geholt habe jetzt, weil er deutlich besser schießt wie ich. Das ist eine gute Sache. So, das war's für, was ich nenne, Quick Shot Drills bei Marcel's Hockey School. Wir machen solche Übungen sehr oft im Nachwuchsbereich. Die brauchen nicht viel Aufbau. Die sehen einfach aus, aber sie technisch sauber und schnell durchzuführen, ist dann doch nicht so einfach. Der Schlüssel hier ist aber wirklich Zielgenauigkeit, natürlich immer wichtig, aber hier zweitrangig, die Scheibe schnell loswerden, den Winkel leicht ändern. Es gibt oft so viel Gewühl im Slotbereich, du kriegst keinen klaren Schuss, du musst die Scheibe schnell finden und irgendwie loswerden und den Torwart überraschen. Probiert sie mal aus, macht einfach nicht immer einfach ganz normale Schießen aus dem Stand. Die Übungen werden euch jeden Fall helfen, mehr Tore in den Gefahrenbereich im Slot zu schießen. Viel Spaß beim Üben, bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.